machen wir einfach ein Video. Ein Satz, der schnell und oft gesagt wird, denn in Smartphone-Zeiten sind die Produktionsmittel und Möglichkeiten nahezu grenzenlos. Damit Ihre Fundraising-Videos künftig noch professioneller werden, verraten wir Ihnen in der kommenden Stunde, wie Sie Videos richtig konzipieren, welche Tipps und Tricks es für die zielgruppenspezifische Produktion gibt und was Sie in Sachen Bildsprache und technische Rahmenbedingungen wissen sollten. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zum dritten Webinar der diesjährigen Fundraising Digital mit dem Titel Mobile Videos richtig einsetzen. Mein Name ist Bea Pessler, ich bin vom Haus des Stiftens und begrüße Sie ganz herzlich und ganz besonders herzlich begrüße ich unseren heutigen Experten, Tobias Dunkel. Tobias Dunkel ist gelernter TV-Journalist und Autor. Aktuell leitet er die interne Kommunikation einer großen deutschen Krankenkasse und er berät seit fast 10 Jahren Non-Profit-Organisationen und Kirchen im Bereich Videoproduktion und digitale Kommunikation. Sie sind also in Sachen mobile Videos bei ihm in den richtigen Händen. Und da möchte ich auch begrüßen im Hintergrund Sabine Glas-Peters und Felicitas Berger, auch vom Haus des Stiftens, die ganz fleißig ihre Fragen im Chat jetzt schon beantworten. So, und damit übergebe ich direkt an dich, lieber Tobi, und schalte mich dann später wieder dazu. Bis dann. Ja, Bea, vielen Dank. Ja, auch ein herzliches guten Morgen von mir. Ich habe gerade schon gehört, alle Großstädte Deutschlands sind dabei. München, Berlin, Herne. Ich sitze in Dortmund, von daher Grüße aus dem Ruhrgebiet in die Region an der Stelle. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute hier sind. Wir haben eine Stunde Zeit für das kleine überschaubare Thema mobile Videos. Normalerweise fülle ich da ganze Tage oder Wochen mit diesem Thema, sodass wir heute mal gucken müssen, wo wir so hinkommen. Und ich hoffe natürlich auch am Ende möglichst viele Ihrer Fragen beantworten zu können. Und ja, wie gesagt, freue mich, dass Sie da sind. Vielleicht kurz ein paar Sätze zu mir. Die Bea hat mich schon angedroht. Sie sehen mich, glaube ich. Ich sehe keinen von Ihnen. Von daher, das ist nochmal ein Foto von mir. Sie hat es gerade schon gesagt, ich bin gelernter Journalist von Haus aus, habe ganz lange Fernsehen, privat und öffentlich-rechtlich gemacht, lebe im Ruhrgebiet, habe ich auch gerade gesagt, und bin verheiratet, habe eine kleine, wunderschöne Tochter, und bin inzwischen meiner großen deutschen Krankenkasse angestellt, habe davor aber ganz viele Dinge getan und gemacht, die irgendwie alle verschieden waren und dann doch am Ende immer wieder zum Thema Bewegtbild bzw. Video gekommen sind an der Stelle. Ich arbeite aktuell, wie gesagt, für die Viaktiv, war aber davor 2 Jahre Pressesprecher im Innenministerium in Nordrhein-Westfalen. Auch da mit dem Schwerpunkt Video und digitale Bewegtbildkommunikation. Damals unter anderem den Twitter-Account des Ministeriums ins Leben gerufen, und habe das Ganze da so ein bisschen auf den Weg gebracht, die Polizisten NRW ausgebildet im Thema Medienarbeit und da auch immer mit dem Schwerpunkt Video, wobei Video eben nur ein Aspekt ist, ehrlicherweise, der digitalen Kommunikation. Da kommen wir heute auch noch ein bisschen drauf. Sie müssen sich über relativ viele Dinge Gedanken machen und irgendwo bei diesen Dingen taucht dann auch Video auf. Das werden wir gleich sehen. Und ich möchte gerne beginnen, indem ich ja, mit dem Missverständnis des Tages, das lautet nämlich so, Sie bekommen heute Antworten. Das stimmt so an der Stelle nicht, deswegen räume ich es direkt aus. Natürlich bekommen Sie auch Antworten, Tipps und Tricks an der Stelle. Was Sie aber vor allem bekommen heute in dieser Stunde von mir, sind in der Tat jede Menge Fragen. Und das ist jetzt nicht, weil ich Sie ärgern möchte oder weil ich denke, ja, ich weiß es eigentlich auch nicht so genau und gucken, wie ich so durch diese 60 Minuten hier durchkomme. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist so, dass Sie sich ganz, ganz viele Fragen stellen müssen. Das heißt müssen. Also ich rate Ihnen, sich vorher Fragen zu stellen, wenn Sie in das Thema Video, Bewegtbildkommunikation einsteigen und im Speziellen, dafür sind wir ja heute auch da, wenn Sie in das Thema mobile Videos einsteigen möchten oder vielleicht einsteigen müssen. Auch das ist, glaube ich, ein Phänomen, was es vielen Organisationen bekannt ist. Und es ist ja auch im Titel und im Teaser-Text schon so ein bisschen genannt worden. Kommt der Chef um die Ecke, sagt, hey, da machen wir auf Gott mal ein Video, habe ich gesehen. Mein Sohn ist bei YouTube, der guckt da immer ganz viele tolle Sachen. Ich rede da aus eigener Erfahrung. Mein Vorstand ist nämlich so jemand, der hat einen 16-jährigen Sohn oder 15, ich weiß gerade gar nicht.
Und der zeigt mir ganz tolle Sachen. Damit steht er dann bei mir auf und sagt, ja, das machen wir jetzt auch. Und ich mir denke, wow, Moment, wieso machen wir das? Was wollen wir denn überhaupt? Also das sind so Dinge, die wir heute besprechen, beziehungsweise die wir heute einfach auch klären müssen und auch klären sollten, damit sie einfach nicht irgendwie das Handy rausholen und dann halten sie es irgendwie in die Kamera und machen irgendwie lustige Dinge und sprechen irgendwas rein. Funktioniert auch, keine Frage. Aber gerade wenn es für eine Organisation sein soll, geht es auch, glaube ich, ein bisschen darum, das Ganze planvoll anzugehen. Und ich würde auch gerne mit einer Frage starten und da auch Sie gerne alle mit ins Boot holen wollen. Und zwar, bevor wir überhaupt über das Thema Video sprechen, muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen an dieser Stelle. Und dann würde ich gerne eine Frage stellen und die würden wir in Form einer Umfrage auch klären, wo Sie aktiv teilnehmen können. Ist Ihre Webseite eigentlich mobil optimiert oder responsive, wie man auch sagt? Das heißt, stellt die Webseite sich auf die verschiedenen Endgeräte ein? Sieht die anders aus auf dem Handy als auf einem iPad, als auf einem Samsung-Tablet oder auf einem klassischen PC? So, liebe Bea, da haben wir eine Frage vorbereitet. Und die können wir jetzt mal Genau. starten. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Antworten. Ja, ich auch. Und da schalte ich mich mal aus dem Off dazu. Also, ist Ihre Website mobil optimiert? Können Sie jetzt und Sie stimmen schon fleißig ab? Ja, klar, haben wir uns drum gekümmert. Oder nein, wir sind mit unserer Seite eher klassisch unterwegs. Mobil optimiert, sagt mir nichts. So, und dann warten wir einen kleinen Augenblick. Über 70% haben schon mitgemacht, vielleicht auch für Ihre Orientierung. Wir sind jetzt über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier heute im Webinar und ich warte noch 3 Sekunden, dann schließe ich die Umfrage und teile die Ergebnisse mit Ihnen, damit Sie auch sehen, wie sich das hier so verteilt. Super, vielen Dank. Also wir haben 82% von Ihnen haben mitgemacht und die Antwort, Tobi, jetzt wird's spannend. 82% sagen, ja klar, haben wir uns drum gekümmert. 15% nein und 3% haben keine Ahnung. Vielen Dank fürs Okay, Mitmachen. wunderbar. Vielen Dank, Bea. Ja, das ist ein erfreuliches Ergebnis insofern. Ich stelle diese Frage regelmäßig und die Zahl 82% war ja, ist gefühlt schon relativ hoch, wobei es natürlich auch ein bisschen relativiert gesehen werden muss. Das Thema mobile Optimierung auf Webseiten ist ja nicht seit gestern erst plötzlich da. Das heißt, wenn Sie eine Betreuung haben oder selbst Ihre Website betreuen, dann werden Sie im letzten Jahr, ich muss fast schon sagen Jahren, immer mit dem Thema in Kontakt gekommen sein. Und wenn Sie extern beraten werden von Agenturen etc., dann wird das auch immer wieder ein Thema sein. Wir sehen aber an 15% Nein und 3%, hör, was ist das eigentlich? Klar, die 3% können daran liegen, dass sie einfach damit nicht betreut sind. Ist auch gar nicht schlimm. Ich will auch niemanden an den Pranger stellen. Aber ich treffe immer wieder in meinen Beratungen auch auf Anfragen, die heißt, ja, wir möchten gerne Videos machen. Können Sie uns das mal zeigen? Wie geht das eigentlich? Wir haben alle neue Handys. Wie soll das alles machen? Wie geht das eigentlich? Und dann komme ich da hin, mache mit denen auch gerne so einen Tag und überlege so ein bisschen so und stell dann teilweise, wenn ich es nicht vorher frage, dazwischen tue, frage ich es natürlich immer vorher, so gegen Mittag fest, wie sieht eigentlich Ihre Webseite aus? Und da treffe ich dann auch Webseiten, wo ich mir denke, da brauchen Sie mit dem Video gar nicht anfangen. Wenn Ihre Webseite nicht mobil optimiert ist, macht es eigentlich fast schon keinen Sinn. Das klingt jetzt sehr diktatorisch von mir, aber so würde ich Sie auch im Einzelgespräch beraten wollen. Sie müssen Ihre Hausaufgaben machen. Und die erste Hausaufgabe ist, bevor Sie über ein mobiles Video nachdenken, was natürlich einfacher zu machen ist, als mal eben eine Webseite umzustellen, beziehungsweise komplett zu relaunchen an der Stelle, ist, dass Sie sich wirklich darum kümmern sollten, beziehungsweise wenn Sie es noch nicht haben, da haben wir auch die 15% sind ja dabei, gehen Sie das an. So, machen Sie sich schlau, holen Sie sich Beratung. Das macht keinen Sinn, mobile Videos zu starten und dann sieht Ihre Webseite aber aus, ich sag's mal ganz böse, wie 1990. So, das funktioniert nicht, beziehungsweise macht Ihr Video auch kaputt. So, Sie machen ein schönes mobiles Video, das gucken sich auch Leute an. Die Leute sollten dann im Zweifel ja auch, kommen wir nachher auch nochmal zu, weitergeleitet werden und nicht nur bei dem Video bleiben, sondern auf die Seite Ihrer Organisation, auf eine Kampagnenseite, auf eine Landingpage, wie immer Sie das Ganze auch nennen möchten, oder auch nur auf Ihren Kanal irgendwie kommen, um da Dinge zu tun. Ob das jetzt eine Spende ist, ob das ein Engagement ist, ob das Information ist, je nachdem, wie Ihr Auftrag da eigentlich auch ist. Also auch über die Botschaft Ihres Videos müssen Sie nachdenken. Kommen wir nachher auch nochmal zu. Ist auch ein Thema, was Sie sich immer wieder merken sollten.
dann bringt es eben nichts und macht ihr Video sogar ein bisschen kaputt, wenn sie danach auf einer Umgebung landen, auf einer Webseite landen, wo man denkt, okay, ich kann da auf dem Handy, sie kennen das alle, sie kommen auf eine Seite und plötzlich fangen sie hier an so zu scrollen und oh, das ist alles viel zu klein und so, das macht keinen Spaß und dann vergessen sie nämlich ganz schnell ihr tolles Video und regen sich nur über die schlechte Webseite auf. Also darüber müssen sie sich Gedanken machen. Wie sieht Ihre Seite aus auf dem Smartphone, auf dem Tablet? Denken Sie drüber nach und dann reden wir über Videos und dann reden Sie auch über Videos. Ich bin kein großer Freund von jede Menge Zahlen, aber natürlich geht es nicht ganz ohne Zahlen. Es gibt 1000 Studien, die alle unterschiedliche Dinge sagen, je nachdem, wer es in Auftrag gegeben hat. Eine Studie, die ich Ihnen immer gerne an die Hand gebe, die kommt auch jedes Jahr, ist die Online-Studie von ARD und ZDF. Auch die hat ihre Schwächen, je nachdem, wie die Fragestellung ist, die Sie an diese Studie haben. Aber die zeigt eigentlich immer relativ gut, weil sie eben auch in die zwei Altersgruppen unterscheidet, an der Stelle, wie es gerade läuft, was gerade so passiert, was auch nicht passiert und worum sie sich vielleicht kümmern müssten. Ich nehme dir auch deswegen mal ganz gerne die Studie. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, ja, bei der Werbung wird ab 14, unter 14, also die zielgruppenrelevanten Gruppen werden nochmal unterschieden. Ja, das ist richtig. Oft ist es aber so, dass Sie entweder ganz junge Menschen ansprechen wollen, wobei das mit klassischen Kampagnen fast schon sehr herausfordernd sein kann. Also Dinge wie Fridays for Future etc., das kennen Sie, die funktionieren anders. Die funktionieren nicht über klassische Kampagnen so, da ist eine ganz andere Dynamik drin. Wenn Sie jetzt aber, und ich habe ja auch einen Blick auf die Organisationsliste werfen dürfen, für die Sie arbeiten, wenn Sie jetzt aus der klassischen Vereinsstruktur kommen etc., dann haben Sie ja schon ganz klar definierte Spendergruppen, hoffentlich, vielleicht auch nicht, wenn Sie das einmal tun. Und da teilen Sie sich natürlich schon in zwei große Gruppen. Ich sage immer so ganz böse, die Jungen und die Alten und am besten noch die Mittelalten so, wobei die am schwierigsten zu bekommen sind. Und die ARD und ZDF Online-Studie unterscheidet eben für Erwachsene ab 14 Jahren und dann eben von 14 bis 29 Jahre unter an der Stelle. Und Sie sehen schon, die haben täglich beziehungsweise wöchentlich ist Video einfach ein riesiges Thema. Man kommt natürlich an Position 2 bei ARD, ZDF natürlich immer die Mediatheknutzung, weil die natürlich bei denen auch ein großes Pfund ist, was sie in die Waagschale werfen. Aber Sie sehen zum Beispiel auch, wenn Sie jetzt Videos bei Streamingdiensten, brauche ich Ihnen glaube ich nicht erzählen, nicht erst seit der Pandemie, sind Portale wie Amazon, Netflix, haben unfassbare Reichweiten und Klickzahlen natürlich, aber auch YouTube natürlich. Und klar, die klassischen Social-Media-Kanäle, deswegen sind ja auch inzwischen wirklich die meisten Organisationen auf diesen Kanälen zumindest zu finden. Ob sie aktiv betreiben, ist immer entscheidende Organisation. Ist Video immer ein Thema? Egal, welche Agentur Sie sich einladen, behaupte ich immer, die sagen, ja, Sie müssen Video, Sie müssen ein Bewegtbild machen. Das ist nicht ganz falsch, das ist auch richtig, aber es ist vielleicht auch nicht immer das Allheilmittel. So, das Video ist nicht, ganz klar, auch ein mobiles Video ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. So, nur weil Sie ein Video machen, haben Sie nicht plötzlich 100% mehr Spenden, 300 Mitglieder mehr etc. Jetzt werden Sie sagen, ja, das ist doch klar. Es gibt solche Vorstellungen in der Welt. So, und das Video ist auch einfach ein Thema, wo man sagt, okay, da müssen Sie beginnen mit, ja, unterschreibe ich. Und dann müssen Sie, und das ist fast die größere Herausforderung, müssen Sie aber auch dranbleiben. Ein Video pro Jahr sorgt jetzt nicht gerade dafür, dass es ein großes Engagement Ihrer Zielgruppe bei Ihnen gibt. So. Die Studie, und das ist auch eine letzte Zahlenfolie versprochen, zeigt auch nochmal ganz klar, was auf den verschiedenen Plattformen passiert. So, da haben wir ja auch relativ viele. Also der Klassiker ist ja, weil es natürlich auch eine der ersten war, ist natürlich Facebook an der Stelle. Rückläufige Tendenzen, ganz klar. So, gerade bei den Jüngeren ist Facebook eigentlich, also wenn die überhaupt einen Facebook-Account haben, dann ist das schon selten. Auch ich bin jetzt mit meinen 40 auch eigentlich schon zu alt für die Plattform, wo es gerade eigentlich richtig los ist. Vielleicht zum Hintergrund äußert sich bei uns in der Organisation zum Beispiel so, dass das Team oder die Kolleginnen, die Instagram betreuen, deutlich jünger sind und sich exakt auch nur damit befassen. Und die im Grunde genommen mich beraten, weil ich auch kein aktiver Nutzer von Instagram bin. Anders als meine Frau wiederum, die ist nur bei Instagram unterwegs, die sagt immer, was ist eigentlich bei Facebook los? Also Sie merken schon, es wird sehr, sehr ausdifferenziert inzwischen, aber auch kein Geheimnis, dass Instagram, glaube ich, die am meisten wachsende Plattform aktuell ist. Dann gibt es die lustigen Sachen, da wird es dann noch jünger von der Zielgruppe wie Snapchat und TikTok.
die auch sehr, sehr große Wachstumsraten haben. Pinterest kennen Sie als Format für ja, so Do-it-yourself-Geschichten, fotobasiert auch, was habe ich eigentlich gebastelt, was habe ich aufgearbeitet, Upcycling, diese ganzen Geschichten. Twitch ist in der Gamer-Szene natürlich sehr, sehr groß, also da können Sie ja dann den meisten Gamer beim Spielen live zugucken. Twitter in der politischen Kommunikation, auch da immer noch unterwegs und ja, der Hype aus dem, ich weiß gar nicht, vorletzten Jahr, glaube ich, inzwischen schon, also dieses Clubhouse war, glaube ich, 8 Wochen mal der heiße Scheiß, wie man so schön sagt, und danach war dann aber auch wieder so, ja. Also ich war, glaube ich, auch 2 Tage dabei und dachte mir, okay, jetzt habe ich es dann auch mitgemacht und habe dann auch gesagt, okay, jetzt ist da auch nichts mehr Relevantes bei. Es war ja eine Plattform, wo Sie quasi Live-Gesprächen zuhören konnten. Und dann hatte da auch viel Spaß 2 Tage und dann war es aber auch gut. Diese Grafik zeigt natürlich, und dann kommen wir wieder zurück zu unserem Thema mobile Videos, die größten Wachstumsraten haben Sie bei Instagram. Und Instagram ist ja eine Plattform, die im Grunde genommen 100% mobil stattfindet. Klar, Sie können es am PC oder am Desktop-Rechner googeln, dann kriegen Sie auch ein Instagram-Ergebnis und können auch auf so einem Kanal so ein bisschen gucken. Aber betreiben können Sie es damit schon gar nicht so. Also Instagram geht im Grunde genommen nur auf dem Smartphone richtig, richtig gut und ist natürlich, so ist es ja auch gestartet, eine rein bild- und videobasierte Plattform, ergänzt mit so Live-Video-Geschichten und Insta-Stories. Und das alles eben sind im Grunde genommen mobile Videos am Ende, die ganz eigenen Regeln unterliegen. Ganz klassisches Beispiel bei Instagram. Wenn Sie ein Instagram-Video machen, halten Sie das Telefon so. Oder halten Sie das Telefon so? Jetzt jeder Instagram-Nutzer sagt, hey, wieso, das ist doch alles hochkant. Exakt so. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, und das kommt ja auch in den Tipps nochmal, wo findet das Video eigentlich, wie eigentlich statt? So an der Stelle. Ich habe Ihnen meine Top 6 Tipps zusammengestellt, die ich Ihnen an die Hand geben würde, wenn Sie in das Thema Video allgemein, aber mobiles Video, das ist ja heute das Thema, woran Sie denken sollten, damit es nicht ganz, ganz in die Fritten geht, wie man so schön im Ruhrgebiet sagt. Ich würde die erste Frage gerne stellen und die müssen Sie sich auch stellen. Und wir sind an dieser Stelle lange bevor Sie überhaupt ein Telefon oder eine Kamera in die Hand nehmen, um irgendwie auf Aufnahme zu drücken. So, da wäre die Frage, wie mobil sind Sie eigentlich? Oder eigentlich noch besser die Frage, wie mobil müssen Sie sein? So, jetzt muss ich, ja, wie mobil sind wir? Ich pendel zur Arbeit und bin, was meine ich damit nicht? Sie müssen nachdenken, welche Kanäle hat Ihre Organisation? Sie haben klassischerweise eine Webseite, alles gut. Sie haben klassischerweise auch Offline-Medien wie Flyer etc., darum geht es nicht. Und dann ist die Anzahl an Kanälen relativ groß oder relativ klein. Es gibt Organisationen, die setzen traditionell nur auf Facebook, weil sie auch sich da keinen Mehrwert von erhoffen, zum Beispiel. Es gibt Organisationen, die sind nur auf Instagram. Es gibt welche, die bedienen alle Kanäle. Also meine Organisation zum Beispiel, die hat einen Insta, einen Twitter, einen Facebook. YouTube ist gerade stillgelegt aus irgendwelchen Gründen. Und ich bekomme gefühlt alle 2 Wochen die Anfrage, warum machen wir eigentlich keinen TikTok? Wo ich mir denke, boah, weil ich nicht weiß, wie es geht richtig gut, aber warum wollen wir TikTok machen, frage ich dann immer. Und dann kommt die Frage, ja, das macht doch jetzt jeder. Das wiederum ist vielleicht nicht der beste Grund, um damit zu starten, davon mal ganz abgesehen. Aber Sie müssen sich fragen, wie mobil müssten Sie eigentlich sein? Da geht es jetzt nicht darum, wie mobil Sie sein wollen, sondern Sie müssen sich überlegen, wer ist da eigentlich unsere Zielgruppe? So, und das ist auch das, Sie kennen den alten Immobilienwitz vielleicht so, bei einem Immobilien zählen nur 3 Dinge, Lage, Lage, Lage. Bei einem Video ist es ähnlich. So, was zählt aus meiner Sicht bei einem Video? Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Und das ist mit dem ersten Tipp zusammen, Sie müssen sich überlegen, wer guckt Ihre Videos? Wer soll Ihre Videos gucken? Ob es mobil oder nicht mobil? Die Frage ist auch, wo werden die Videos geguckt? Und da komme ich jetzt zurück zu der kanalspezifischen Aspekten, die ich gerade genannt habe. Sie haben jetzt eine Organisation, die hat sehr, sehr viele junge Teilnehmer. So, die sind im Grunde genommen nur auf Instagram an der Stelle, wenn Sie das wissen. Klammer auf. Sie sollten es wissen. Wenn Sie es nicht wissen, müssen Sie es rausfinden. Das kriegen Sie eigentlich ja ganz gut mit, wenn Sie Ihre Kanäle bedienen. Sie machen einen Post auf einer Plattform, wo im Grunde genommen niemand irgendwie noch nicht mal gefällt mir klickt. Dann ist da wahrscheinlich nicht so viel los. Wenn Sie aber auf einer Plattform etwas posten zum Beispiel und dann richtig viel Bewegung drin haben, Kommentare etc., dann ist das vielleicht Ihre Plattform. Stellen Sie sich die Frage, wo sind meine Leute? Wo sind meine
Und jetzt können Sie es auch ersetzen, je nachdem, wie Sie argumentieren möchten. Wo sind meine Spender? Wo sind meine Mitglieder? Wo sind die Menschen, die ich vielleicht erreichen möchte? Möchten Sie junge Menschen mit bis 20 für den Tierschutz begeistern? Die kommen jetzt eher nicht so auf eine Webseite, wo, von der sie nichts wissen. So, wenn die aber bei Instagram über die stolpern, die Organisation, und die finden da guten Content und guten Inhalt, dann ist das vielleicht der Weg. Und von da aus müssen sie denken. Ne? Die müssen sich vorher aufschreiben, wer soll es sehen? Wo soll es geguckt werden? Und im Idealfall machen Sie kein Video an der Zielgruppe vorbei. So, ein Video bei Twitter zu posten, wenn Sie aus irgendwelchen Gründen einen Twitter-Kanal haben, wo aber nichts los ist und wo Sie eigentlich auch Ihre Leute nicht finden, macht wenig Sinn, macht aber viel Arbeit für Sie. So, das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo Sie auch mit Ihrer Ressource natürlich ein bisschen haushalten müssen. Wie gesagt, im Idealfall kein Video an der Zielgruppe vorbei und im Idealfall auch für jede Plattform ein eigenes Video. Das ist ja nicht ein eigenen Inhalt, aber die Spezifikationen für jeden Kanal sind ja anders. Kommen wir aufs Beispiel, filmen Sie quer oder filmen Sie hoch? Ganz einfaches Beispiel. Jetzt weiß ich natürlich auch aus meiner Arbeit, dass das ein sehr hehres Ziel ist. Keine Frage. Also auch auf den Kanälen, die ich betreue oder wo ich ein Auge drauf habe, sind natürlich auch Videos, die gehören nicht auf diese Plattform und die sind dann umgebaut worden und das Format verändert worden etc., weil es natürlich auch arbeitsökonomisch, das war das Wort, irgendwann schwierig wird. Gerade wenn Sie jetzt im Fundraising aktiv sind, ist ja auch gerne mal, dann machen Sie noch nebenbei noch Öffentlichkeitsarbeit, wenn die Presse anruft, gehen Sie ans Telefon, ja, und dann können Sie ja nochmal eben noch ein paar Videos machen. Ist, weiß ich, ist auch immer wieder der Regelfall, gerade bei kleinen Organisationen. Ja, deswegen achten Sie ein bisschen auf Ihre Arbeitskraft auch und machen Sie lieber weniger Videos, aber dafür richtig gute Videos. Also, die Frage der Zielgruppe, wer guckt es, wo guckt es und wenn man es jetzt weiter exerzieren würde, wann sollte es eigentlich geguckt werden? Jetzt denken Sie, hey, wie, wann soll es geguckt werden? Dann, wenn ich es poste. Ja, das ist richtig. Ich mache ein ganz plattes Beispiel. Sie wollen Schüler ansprechen. Dann posten Sie nicht im Vormittagsbereich, weil die Zeit in der Pause relativ klein ist und im Unterricht dürfen die in der Regel nicht aufs Handy gucken. So, dann macht nicht so viel Sinn. Wenn die aber nach Hause kommen nach der Schule um, keine Ahnung, 14:30 Uhr, dann machen die wahrscheinlich erstmal das Handy auf. Und wenn Sie dann ein aktuelles Video finden oder sogar ein Live-Video von Ihnen, wenn Sie sagen, möchten etwas live machen, macht das mehr Sinn. Also Sie können das jetzt wirklich bis ins Kleinste durchexerzieren. Ja, überlegen Sie sich morgens, mittags, nachmittags, vielleicht aber auch abends. So, wenn man jetzt in der Tageszeit bleiben möchte. Oder überlegen Sie sich, ist es schlau, das Video montags zu posten oder vielleicht am Wochenende? Ja, viele haben am Wochenende Zeit, setzen sich mal an den Rechner, gerade die ältere Generation vielleicht auch mal. Und dann, oh, jetzt gucke ich mal so ein bisschen, informiere ich mich mal so ein bisschen und vielleicht wollen die dann den Content haben. Die Krücke an diesen ganzen Überlegungen ist, Sie werden es natürlich hinterher im Zweifel nicht rausfinden. So ist. Wir werden niemanden finden, überhaupt nicht, der Ihnen sagt, Sie posten sonntags morgens um 9:30 Uhr ein Video mit dem Inhalt und dann läuft das. So, das werden Sie im Zweifel nicht finden. So. Sie können es nur ausprobieren. Und das ist auch ein Teil der Zugriff bei mobilen Videos. Sie müssen im Grunde genommen, wie man so schön neuenglisch sagt, monitoren oder einfach beobachten, welche Videos funktionieren eigentlich bei unserer Zielgruppe. So, sind die eher lang, sind die eher kurz? Da wird man jetzt sagen, ja, Aufmerksamkeitsspanne ganz schlimm, 6 bis 8 Sekunden nur passen, packen Sie in die ersten 6 Sekunden Ihre Botschaft. Würde ich erstmal unterschreiben. Keine 45-Minuten-Videos auf irgendwelchen Plattformen, wenn es überhaupt technisch möglich ist. Eher kürzere Videos. Aber auch das müssen Sie ausprobieren. So, machen Sie ein Video von 3,5 Minuten, Interview mit Ihrem Vorstand zu einer Kampagne zum Beispiel. Kann das funktionieren bei entsprechenden Zielgruppe? Kann aber auch nicht funktionieren. Sie müssen es ausprobieren und dann bitte auch entweder sich merken oder aufschreiben, damit Sie dann bei den nächsten Videos vielleicht anders machen müssen. Auch das ist etwas, wo viele Agenturen sagen, ah, das brauchen Sie nicht ausprobieren, das wissen wir. Ich bin da ehrlich, ich habe da meine Zweifel. So, probieren Sie es lieber aus, weil Sie vertun sich ja auch nichts damit. Muss man ja auch ganz klar. Ich komme zum dritten Grund. Sie brauchen einen Plan. Das klingt jetzt so, ja, wie ich brauche einen Plan. Ich habe am Anfang schon ein bisschen beschrieben und so ist es ja auch im Teasertext für diese Veranstaltung gewesen. Ja, da machen wir aber eben ein Video so, das ist irgendwie hip, das ist neu, das machen wir jetzt mal eben.
Mal eben ist beim Video mal gar nicht, wenn ich es mal so platt formulieren darf. Das geht, das gibt es und natürlich gibt es auch Beispiele und da gibt es auch sehr, sehr gute Beispiele. Ich glaube, die Nora von den Seenotrettern war ja auch, war hier oder ist noch hier, glaube ich, ne? Die machen das ja regelmäßig, wenn die von ihren Schiffen spontan Videos mitbekommen von irgendwelchen Rettungsaktionen. Da hält dann jemand einfach drauf und natürlich funktionieren die Videos. Man denkt, boah, krass, und wer ist für ein Wellengang etc. Das funktioniert. Davon rede ich jetzt aber nicht. Ich rede davon, sie machen aktiv ein Video zu einer Kampagne, zu einer Veranstaltung, zu einer Spenderreise, zur aktuellen Situation in der Ukraine. Man kann das ja wirklich ausformulieren, wie sie möchten. Und da ist dann mit, wir halten da einfach mal drauf, ne? Also der Chef ruft an, wir machen mal eben ein Video, ich komme mal kurz rum. So, oh, schwierig. Kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Sie brauchen einen Plan und dieser Plan hat verschiedene Aspekte. Also das eine ist, das habe ich gerade schon genannt, für wen ist das Video eigentlich? Was ist da der Inhalt eigentlich? Passt das Video mit dem Inhalt auf die Menschen, die ich erreichen möchte oder die ich begeistern möchte oder die Minimalanforderung, die ich informieren möchte über die Position unserer Organisation oder etwas Ähnliches? Zweite Frage, auch da brauchen Sie einen Plan, für welchen Kanal ist es eigentlich? Ist es für Instagram, ist es für die Webseite, ist es für den Newsletter vielleicht auch? Ne? Sie können ja auch Videos im Newsletter verlinken, reintun wird schwierig, aber verlinken. Das heißt, sie sprechen im Grunde genommen, was ist so eine Kundenbindung? So, okay, der ist bei uns schon Kunde, der ist vielleicht auch schon Spender. Und den möchte ich jetzt informieren, was tun wir eigentlich gerade an Punkt Y? Auch das ist ja eine Zielgruppe, die es geben kann. Die braucht natürlich eine ganz andere Ansprache und da können sie ganz andere Sachen voraussetzen, als zum Beispiel Neukundengewinnung, würde man wahrscheinlich jetzt in einer freien Wirtschaft sagen. Also sie möchten neue Damen und Herren, Kinder, Jugendliche, wie auch immer, begeistern für ihre Organisation, für ihren Plan, für ihren Inhalt, für ihr Thema. Also welcher Kanal kommt dahin? Auch das müssen Sie vorher einmal planen. So. Natürlich kann die Antwort heißen, auch das spielen wir über alle Kanäle. Wenn wir eins haben, dann spielen wir es über alle Kanäle. Kann auch funktionieren, alles gut. Wo es aber nicht mehr funktioniert, ist, wenn Sie halt im Newsletter Ihre eigenen Leute ansprechen und dann irgendwie bei Pontius und Pilatus anfangen, ja, wir sind übrigens die Organisation X, wir machen Y. Da fragt sich natürlich jeder Spender, hä? Das weiß ich alles, ich spende da jedes Jahr hin, was soll das? Ne? Und das sorgt dann eher für Verärgerung als für eine gute Kundenbindung. So. Und dann wird es ganz spannend. Sie brauchen einen Plan. Und ich habe es gerade schon angedeutet. Welche Botschaft hat eigentlich mein Video? So. Sie haben ein Thema X und Sie haben dann hoffentlich auch eine Botschaft. So, die Botschaft kommt nicht beim Dreh. So, auch das ist ein Phänomen, was ich immer wieder erlebe. Ja, wir drehen mal und dann kommt da hinterher eine Botschaft raus und dann wissen wir, was wollen wir den Leuten eigentlich mitgeben. Ich sag mal so, funktioniert in der Regel nicht so gut. So, kann funktionieren, wenn Sie wirklich jemanden haben, der sehr pointiert spricht und der auch eine Botschaft im Kopf hat, weil wenn der schon keine Botschaft im Kopf hat, dann wird der auch relativ viel erzählen, aber nicht besonders zielgerichtet. So. Also die Botschaft kommt nicht beim Dreh. Sie brauchen vorher eine Idee, welche Botschaft das Video haben soll. Was kann das sein? Das kann natürlich sein, spenden Sie. Das kann natürlich sein, engagieren Sie sich bei uns. Das kann natürlich auch sein, reden Sie über uns. Das ist dann dieser Informationsaspekt. Wenn Sie ein sehr gutes Video machen, was gut funktioniert, gut angenommen wird, kann das natürlich einfach auch Imagegewinn sein, ohne dass da jetzt hinterher, keine Ahnung, vertrieblich irgendwas rausfällt, Neukunde und Neuspender, was auch immer. So, diese Botschaft sollten Sie vorher einmal aufschreiben, bevor Sie eine Kamera in die Hand nehmen, bevor Sie sich weiter Gedanken machen. Wenn Ihnen das an der Stelle schon schwer fällt, so, ja, das könnte das sein, aber das ist auch eine Botschaft, das ist auch eine Botschaft, dann haben Sie am Ende 15 Botschaften auf dem Zettel stehen. Das hilft dem Video nicht. Also wenn Sie mobiles Video richtig gut einsetzen wollen, dann ist mein Tipp eine Botschaft. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Und wenn Sie fünf Botschaften auf Ihrem Zettel haben, bevor Sie ein Video drehen, dann müssten Sie sich vorher einigen, was ist denn jetzt unsere Botschaft? In welche Richtung geht denn unser Video? Weil das macht es Ihnen ab diesem Zeitpunkt sehr viel leichter. Sie wissen, was Sie aufnehmen. Derjenige, der das Video macht, der vor der Kamera vielleicht steht oder wenn es ein Video ist mit Fotos, kann ja auch passieren, welche Fotos wählen Sie aus? Diese Fotos, die Inhalte, die Audios etc., selbst die Musik am Ende muss
eigentlich immer auf eine Botschaft einzahlen und die platzieren Sie bitte vorne im Video. Und es gibt ja die wildesten Gerüchte und Untersuchungen, wie groß die Aufmerksamkeitsspanne in welcher Altersgruppe ist. Da gibt es auch sehr lustige Sachen. Es gibt was von Microsoft, die reden von 3 Sekunden, dann ist die Aufmerksamkeit weg. Wollen Sie mal rausgefunden haben, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr die größte ist. So, die Leute gucken sich nicht 10 Minuten ein Video an, um dann zu merken, das soll ich tun, das ist die Botschaft. So, das passiert in der Regel nicht. Deswegen Botschaft nach vorne und bitte, bitte eine Botschaft. So, wenn Sie das haben, und das meine ich mit, Sie brauchen einen Plan, dann können Sie über Dinge nachdenken wie Umsetzung, was haben wir da eigentlich für Bildideen, was haben wir für Material, filmen wir etwas, bekommen wir etwas aus dem Projekt in Asien, Afrika, was auch immer Sie für eine Projektarbeit auch machen oder von den Mitarbeiterinnen bringen die vielleicht was mit oder Mitarbeitern. So, dann kommen Sie in diesen Bereich, wie soll das eigentlich wirklich hinterher auf dem Schirm auch aussehen? So. Und natürlich gehört es auch zum Plan, dass Sie sich darüber Gedanken machen, welchem Format Sie das drehen. Ich komme wieder auf zurück, nervt Sie damit wahrscheinlich auch hochkant oder quer. So, das müssen Sie sich im Zweifel auch wirklich, wirklich, bitte, bitte entscheiden. Eine Tatsache, die viele falsch machen, aus meiner Sicht, ist, wir haben es in Punkt 4 nochmal aufgeführt, ihr kleinstes Problem, in Anführungsstrichen, ist der Videodreh an sich. So, was meine ich damit? Ich bekomme ganz oft die Frage gestellt, erst kommt, oh, wir wollen ein Video machen, und dann kommt direkt die nächste Frage, womit nehmen wir das auf? Also viele fragen immer erst nach der Technik, weil natürlich, jeder hat ein Smartphone in der Tasche in der Regel. Es gibt in der Organisation, gibt es meistens Kameras aus der Pressestelle, aus der Öffentlichkeitsarbeit, weil er immer wieder ein Foto machen muss. Und die können natürlich alle auch irgendwie Video, mal besser, mal schlechter. Und viele sehen ihr größtes Problem darin, dass die Technik entweder nicht haben, nicht bedienen können oder nicht wissen, wie sie drankommen oder was sie da benutzen. Die Frage muss gestellt werden, klar. Wo kommt die Technik her? Haben wir das? Haben wir innerhalb der Organisation Menschen, die sich damit auskennen, so, die es schon mal gemacht haben? Ist vielleicht der Azubi in der Organisation irgendwo ein YouTube-Star und keiner weiß es? Alle Fragen, die gestellt werden müssen, oder auch die Frage, wer kann uns bei der Umsetzung helfen? Haben Sie eine Agentur, die mit Ihnen zusammenarbeitet? Die wird mit Sicherheit Bewegtbild im Angebot haben, beziehungsweise jemanden, der es dann für Sie macht. Können die bei der Umsetzung helfen? So, ja, na klar. Stellen Sie diese Fragen, alles gut, schreiben Sie sich auf den Zettel, aber so auf Seite, wenn Sie so ein Buch haben, 3, 4 vielleicht ungefähr. Die ersten beiden Seiten, das ist die wichtige Botschaft, die ich Ihnen mitgeben möchte. Überlegen Sie sich bitte erst, wenn Sie über mobile Videos reden oder Videos allgemein reden, die Sachen, die wir jetzt gerade auch schon angesprochen haben. Zielgruppe, Drehbuch, Protagonisten, extrem wichtig, oder Mitwirkende. Wer soll auf das Video eigentlich drauf? Wer ist der richtige Protagonist für mein Video, wenn Sie jemanden interviewen wollen zum Beispiel? Ist es der Vorstandsvorsitzende? Ist es der Projektarbeiter? Oder ist es derjenige aus der Buchhaltung? So, immer ganz klassische Geschichten sozusagen, die immer vorkommen. Und auch da ist ja Teil der Wahrheit und gute Führungskräfte wissen das ja auch. Die Führungskraft, der Chef, der Vorstandsvorsitzende ist nicht immer, in der Regel, kommt aufs Thema an, nicht der richtige Protagonist für ein gutes Video, was auch noch vielleicht emotional engagiert wirken soll. Vielleicht nicht. So, natürlich gibt es aber auch Themen, wo der Chef sprechen muss, keine Frage. Also ich will jetzt nicht Ihren Chef oder Ihren Vorstand oder Vorsitzenden irgendwie beschneiden. Natürlich gibt es Themen, wo der reden muss, aber es hängt wirklich, wirklich vom Thema ab. Verwenden Sie lieber mehr Zeit darauf, sich zu überlegen, wer wirkt da eigentlich mit? Wer ist der Richtige? Was für ein Drehbuch haben wir eigentlich? Klar, draufdrücken, Handy nehmen, draufdrücken, aufnehmen. Irgendwas wird schon passieren. Kann man machen. Wenn Sie einen Plan für das Video machen, machen Sie das nicht. Schreiben Sie sich ein kleines Drehbuch. Auch für einen Film, der vielleicht nur 30 Sekunden geht. So. Weil je besser die 30 Sekunden sind, desto besser ist das Video auch natürlich am Ende. So, auch da ist ein Drehbuch, kann das schon Sinn machen. Zeigen Sie das Drehbuch vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen, die davon keine Ahnung haben. Ja, zeigen Sie es nicht Ihrer Familie, weil die ist eher so,
Ja, ist doch gut, weil, ne, Familie sagt man nicht, boah, das ist aber irgendwie blöd. Ne, zeigen Sie es auch nicht Ihrer Kollegin, die Sie eh schon mag und Ihnen jetzt nicht in die Parade fahren möchte, vielleicht ist mir unangenehm. Zeigen Sie es fremden Leuten aus einer anderen Abteilung, aus dem Freundeskreis. Dann fällt nämlich oft auch auf, ich verstehe es nicht. So, ne, wenn ich ein Video konzipiere, zeige ich es immer meiner Frau. So, dann liest die das Drehbuch oder das Storyboard oder die Notizen und sagt, ja, nein, vielleicht. Das verstehe ich nicht. Ne? Weil das Video ist ja im Zweifel für Menschen, die sie nicht kennen, so, die auch ganz andere Voraussetzungen haben als sie, die nicht im Thema Tierschutz, Seenotrettung, was auch immer sind. So, und dann fällt eben auf, ah, okay, vielleicht muss man diesen Begriff nochmal erklären. Ne? Fachbegriffe, machen Sie sich Gedanken. So, wollen wir Fachbegriffe verwenden? Für eine interne Kommunikation kein Problem, für eine externe sind Fachbegriffe im Zweifel ein Riesenproblem. Lange Rede, kurzer Sinn. Die meiste Arbeit bei einem Video findet A hinter der Kamera statt, B vor dem Dreh und C nach dem Dreh. Natürlich ist der Dreh, je nachdem, was Sie auch davor haben, auch sehr, sehr aufwendig und auch der Schnitt ist aufwendig. Keine Frage, je nachdem, was Sie machen möchten. Aber wenn Sie es dann wirklich mal aufschreiben würden, dann fällt Ihnen auf, das meiste ist vorher und hinterher. So. Und das ist auch gut und das ist auch richtig so. Und die Zeit sollten Sie sich auch nehmen, weil je mehr Gedanken Sie sich vor über den Einsatz von mobilen Video machen, was kommt da rein, wo spielen wir das eigentlich, desto kürzer, desto einfacher wird auch der Dreh im Endeffekt, weil Sie genau wissen, wir machen das an dem Ort, da kommt die Person vor und die muss eigentlich auch das sagen. So, ne, das ist auch klar, Spendenaufruf, wie verpacken wir das eigentlich, welche Beispiele nennen wir, wie stellen wir uns eigentlich dar. Und je besser Sie das vorbereitet haben, desto einfacher fällt Ihnen dann auch der Dreh. So, dann keine offene Runde, wir gucken mal, was so passiert. Aber da nutzen Sie die Zeit und nehmen Sie sich die Zeit vor allen Dingen auch. Sie merken schon, da spricht jetzt alles gegen, wir machen mal eben. Das ist leider so. Es braucht Vorlauf und auch Nachlauf Stelle. Aus der Kategorie denken Sie dran. Ich reite drauf rum, 16 zu 9 versus 9 zu 16, also 16 zu 9 ist Ihr Fernseher zu Hause, ist der Bildschirm, an dem Sie gerade sitzen, behaupte ich. 9 zu 16 ist das Hochkantformat. Sie kennen es von Instagram und anderen Formaten, wenn Sie wirklich das Telefon nehmen und so ein Video machen, ja, dann sehen Sie hier, der Bildschirm ist einfach in dem entsprechenden Verhältnis. Denken Sie aber auch daran, und jetzt kommen wir auch zu diesem Schwerpunkt mobile Videos. Denken Sie auch an so Dinge, die im mobilen Video wichtig sind. Untertitel. Ich habe ganz am Anfang mal gesagt, wo wird Ihr Video eigentlich geguckt oder wo soll es geguckt werden? Also, die klassischen Ort ist ja, man wartet auf den Bus oder auf die U-Bahn. Ne? Das passt alle wirklich ja jetzt auch aus meiner Sicht ein bisschen zurecht. Keiner guckt mehr durch die Gegend, alle gucken auf ihren Bildschirm. Gucken Sie mal auf dem Bahnsteig, wie viele Leute wirklich durch die Gegend gucken. Das sind relativ wenige. Die hören natürlich aber nicht, was sie sagen, wenn sie keine Kopfhörer drin haben. Das heißt, mobile Videos müssen eigentlich aus meiner Sicht zwingend einen Untertitel haben. So, passiert da eigentlich gerade? Weil nur dann kann ich es mobil konsumieren, gucke mir das an, lese im Zweifel mit. So, dazu sehe ich die Bilder an der Stelle. Sie kennen das. Es gibt Software, die unterstützt Sie dabei. Facebook zum Beispiel hat so eine Software selbst eingebaut. Da wird das erstellt von der KI, und dann können Sie das kontrollieren, was richtig ist. Aber auch das kostet Sie Zeit. So müssen Sie dran denken. Denken Sie an die ganze Rechtesituation, auch beim mobilen Video. Sind die Menschen, sind die Fotos, die ich zeige, sind die Orte, die ich zeige, habe ich da eigentlich die Bildrechte dran? So, ne? Also klar, wenn Sie ein Interview mit Ihrem Chef machen, dann wird der schon zugestimmt haben. So, das würde er jetzt ja gar nicht mit sich machen lassen. Aber auch das müssen Sie eigentlich rechtlich sauber kriegen. Kommt da eigentlich Musik drunter? Machen Sie sich Gedanken, wo kriegen Sie eigentlich Musik her? Es gibt Musik, die kostet nichts, also unter bestimmten Lizenzen. Vielleicht haben Sie aber auch ein Abo-Modell von verschiedenen Anbietern, wo Sie Musik einfach benutzen können. Musik irgendwie aus der CD-Sammlung nehmen oder aus iTunes oder wo auch immer, und einfach darunter machen, das wird im Zweifel eins nämlich teuer, da haben Sie nämlich keine Rechte dran und dann wird das zum Problem. Ne? Und gerade bei YouTube kennen Sie es ja auch, wenn Sie dann einen bekannten Song runterlegen, dann unterbindet YouTube ja schon im Upload, wenn der Song erkannt wird, den Upload an sich. Also auch das sind Dinge, über die Sie sich Gedanken machen müssen und die einfach auch Zeit kosten. So, und dann sind wir im Bereich Call to Action. Also, wie geht es eigentlich nach dem Video weiter? Im Idealfall geht es natürlich weiter nach dem Video. Ja, und man hat, okay, ich habe jetzt gesehen, da ist eine Organisation, die setzt sich für etwas ein. Wie geht es jetzt weiter? Der Klassiker ist mehr Infos unter www.xyz.de. So,
Ja, und da komme ich dann wieder zum Anfang zurück. Da schließt der Kreis fast schon wieder. Wenn das dann da unterirdisch aussieht und nicht mobil optimiert ist, dann ist Ihr Video leider ein bisschen für die Tonne. So, weil sich dann eher über die Website geärgert wird. Das zumindest meine Erfahrungswerte. Ja, also, wo gehen die Leute danach hin? Finden die dann zum Beispiel die entsprechende Spendenseite? Finden die die Information, wohin sie spenden? Letztens ein Spendenvideo gesehen, war super. Von einem Verein, der sich um Denkmalpflege kümmert. Die haben eigentlich echt richtig schönes Video gemacht und danach fehlte aber jegliche Information. Also hätte ich jetzt nicht im Video oben drüber stehen gehabt, Verein für so und so, hätte ich gar nicht gewusst, was das ist. Es stand keine Kontaktdaten, es stand keine Webseite, geschweige denn, das war Ende des Videos, unterstützen Sie unsere Arbeit. Ja, wenn ich dann sage, ja klar mache ich, aber ich weiß gar nicht wo, dann ist das Video natürlich auch für die Tonne. Viele werden es, die Augen von Ihnen werden dann mit den Augen rollen und sagen, ja, es ist doch klar. Die Realität zeigt, es ist nicht immer so klar. Also machen Sie wirklich vorher eine Checkliste, wo Sie einfach abhaken, okay, haben wir den Call to Action? Geht es da eigentlich weiter an der Stelle? Stellen Sie die richtigen Fragen, ist mein Punkt 5. Houston, mein Problem ist, glaube ich, wirklich bekannt. Ich stelle es anders. Haben Sie eine Geschichte? Oh Gott, was ist denn jetzt für eine Geschichte? Was will denn jetzt von uns wieder? Eine Geschichte hat einfach verschiedene Gründe. Ich will jetzt keinen Ausdruck in Storytelling machen, aber natürlich, Sie haben es wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört, Geschichten, also Menschen lieben einfach Geschichten. Sie gehen in Geschichten, geben ihm Anliegen ein Gesicht irgendwie, man hört Leuten gerne zu und im Zweifel sorgt die Geschichte auch dafür, dass sie im Gedächtnis bleibt. So, die Geschichte sorgt für Spannung, es wird nicht langweilig und es hilft ihm auch beim Drehbuch, wenn Sie sagen, okay, das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen, da verpacken wir alle unsere Fakten. Weil reine Faktenaufzählungen sind langweilig, grundsätzlich erstmal. Wenn die Fakten aber schön in eine Geschichte eingewoben werden, dann wird schon wieder ein Schuh draus an der Stelle. So, und da ist einfach eben der Punkt, Sie brauchen neben Ihrem Inhalt und den ganzen Überlegungen, die ich gerade genannt habe, Zielgruppe etc., im Idealfall eine Geschichte. Die kann lang sein, die kann kurz sein. Klar, je kürzer der Clip, desto schwieriger ist es, eine Geschichte zu erzählen. So. Aber eine Geschichte, und da gucken wir uns jetzt gleich auch ein Beispiel an, eine Geschichte sorgt eben auch dafür, dass vielleicht ein Thema, was Sie jetzt nicht so als total sexy hätten verortet, irgendwie interessant wird, irgendwie spannend wird, so an der Stelle. Da gibt es ein ganz gutes Beispiel, das würde ich Ihnen jetzt gerne einmal zeigen. Dazu bräuchten Sie Ton, den haben Sie, und dann sollten Sie das auch gleich hören. Das gucken wir uns einfach mal an. Das ist aus dem kirchlichen Umfeld. Das hat, ich glaube, ist auch schon 2, 3 oder 4 Jahre sogar alt, das Bistum Essen gemacht, aber das ist wirklich nett zum Anschauen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Pastor Brinkmann und die gesamte Besatzung begrüßen Sie ganz herzlich an Bord der Kirche St. Theresia. Unsere heutige Gottesdienstdauer ist mit 65 Minuten vorausberechnet. Wir dürfen Sie nun bitten, Ihre Plätze in den Sitzbänken einzunehmen. Aber bitte nicht in der zweiten Reihe außen links. Da sitzt Renate Heidkamp seit 40 Jahren jeden Sonntag. In diesem Kirchentyp gehören auch die Sitzplätze in der ersten Reihe zur Economy Class. Meine Damen und Herren, wir machen Sie jetzt noch mit den Sicherheitsvorkehrungen bei uns in der Kirche vertraut. Im Falle eines plötzlichen Weihraucheinsatzes der Messdiener fallen in den Kirchenbänken automatisch Sauerstoffmasken von der Decke. Führen Sie die Maske über Mund und Nase und atmen Sie ruhig im Takt der Orgelmelodie weiter. Übliche Körperhaltung in der Kirchenbank sind sitzen, stehen oder knien. Im Falle von Unsicherheit orientieren Sie sich einfach an erfahrenen Banknachbarn. Bitte beachten Sie, dass alle unsere Kirchenbänke nicht Liegebänke sind. Zur besseren Orientierung im Fall eines gemeinsamen Gesangs ist unsere Kirche mit 4 digitalen Liedanzeigetafeln ausgestattet. Diese finden Sie vorne im Altarraum und seitlich an den Säulen. Nähere Hinweise und Liedtexte nehmen Sie bitte den Gotteslob. Diese Gesangsbücher finden Sie üblicherweise in den Kirchenbänken vor Ihnen. Sie sind mit Lesebändchen ausgestattet, mit denen Sie sich Ihre Lieblingslieder markieren können. Der Gebrauch von Mobiltelefonen ist in unserer Kirche während des gesamten Gottesdienstes nicht gestattet. Wir bitten Sie, Ihr Mobiltelefon vollständig auszuschalten oder in den stummen Gottesdienstmodus zu versetzen.
Nach dem Vaterunser werden Sie aufgefordert sein, den Sitznachbarn ein Zeichen des Friedens zu geben. Auch wenn derzeit Grippesaison ist, empfehlen wir den in diesen Breitengraden üblichen Händedruck. Nase reiben oder küssen könnten missverstanden werden. Für den Fall, dass Ihre Sitznachbarn nah am Wasser gebaut sind, finden Sie unter Ihrer Bank eine Schwimmweste. Legen Sie diese bitte zu Beginn des Liedes Stille Nacht, heilige Nacht an. Erst dann versorgen Sie bitte Ihren Banknachbarn mit ausreichend Taschentüchern. Beim Verlassen der Kirche nach Ende des Gottesdienstes achten Sie bitte darauf, keine Gegenstände wie Mützen, Regenschirme oder Ihre Schwiegermutter in der Kirchenbank zu vergessen. Die Besatzung der Kirche St. Theresia wünscht Ihnen frohe Weihnachten. Den aktuellen Weihnachtsflugplan für die Kirchen im Bistum Essen findest du unter weihnachten.bistum-essen.de. Ja, ein Thema, was für YouTube konzipiert ist, auch bei YouTube gelaufen ist, dementsprechend auch im Querformat gefilmt wurde, was jede Menge Klicks generiert hat zu der Zeit und was jetzt zwei Welten zueinander bringt, wo man denkt, okay, da ist eine schöne Idee, da ist ein Drehbuch hinter. Und hinterher die Umsetzung, Schauspielerinnen, Kostüm und eben die Kirche, ist dann der kleinste Teil. Ich glaube, es ist klar, was ich meine. Also das Thema, wann findet eigentlich welcher Weihnachtsgottesdienst in welcher Kirche statt, kann man natürlich klassischerweise in den Fahrnachrichten verbreiten, kann man aber natürlich auch in der Tat so verbreiten. Jetzt kann man über die Länge diskutieren und auch über so ein, zwei Sachen im Video, was vielleicht ein bisschen albern wirkt und ob jetzt die Schwimmweste natürlich nicht unter der Bank und so. Kann man alles tun, alles gut. Aber was haben die hier gemacht? Die haben ihre Zielgruppe, in dem Fall behaupte ich auch die jüngere Zielgruppe natürlich, an einem Ort erreicht, wo die es, glaube ich, nicht erwartet hat. Also wenn Sie jetzt überlegen, wo kommt ein Jugendlicher mit den Fahrnachrichten in Kontakt? Wahrscheinlich eher selten. So, ne? Da ist eine Geschichte drin, das ist irgendwie nett, das ist lustig, man fühlt sich, glaube ich, unterhalten zumindest und man fühlt sich am Ende auch informiert. Und dann komme ich zum Ende des Videos, sehe jetzt auch noch den Call to Action an der Stelle. Ja, wo finde ich denn den ganzen Kram jetzt? Es macht ja keinen Sinn, dass die Stewardess alle Gottesdienste vorliest, sind noch viel zu viele. So, und dann in der Tat zu sagen, okay, bei YouTube könnte man noch so weit gehen und könnte noch einen Button drunter setzen, wo man auch noch draufklicken muss. So, da funktionieren viele Sachen. So, Sie haben auch gemerkt, es ist Grippesaison, das heißt, es ist noch vor Corona-Zeit an der Stelle. So kann das funktionieren. Und das funktioniert natürlich dann auch in einem Hochkantformat, so was es damals, glaube ich, auch gegeben hat. Aber einfach mal, um so ein Beispiel zu bekommen, dass ich eben auch verschiedenste Welten, ne, also Kirchenplan, Stewardess, Flugwelt, jeder kennt das, die übertriebene Bewegung mit dem Ausgang und so. Das funktioniert, das ist irgendwie nett. Und ich glaube, wenn ich Sie in ein paar Tagen fragen würde, bis zum Essen Weihnachtsgottesdienste, dann würden vielen von Ihnen zumindest irgendwie Stewardess einfallen an der Stelle. So kann das gehen als Beispiel für ein gutes Video, was eingesetzt werden kann. Ich will zu Punkt 6 gerne ein Fazit ziehen, was Sie in der Hand haben und was nicht. Das ist nämlich dann nochmal ein Ding, was mir persönlich wichtig ist. Das, was Sie wirklich in der Hand haben und beeinflussen können, darum sollten Sie sich kümmern. Das ist die Organisation von der ganzen Videogeschichte. Das ist die Geschichte an sich, die Idee, vielleicht auch die Fachkompetenz, die Sie im Haus dafür generieren oder die Sie sich extern besorgen. Es ist Gründlichkeit und es ist auch Fleiß natürlich. Klar ist das alles Arbeit, was ich Ihnen erzählt habe in den letzten 40 Minuten. Ne? Gucken, Protagonisten, Zielgruppe und Kamera und was auch immer alles. Das haben Sie in der Hand und darum können Sie sich kümmern. Da spricht natürlich an vielen Stellen eben, wir machen mal eben ein Video, ist das nicht. Das ist Ihnen auch klar, habe ich Ihnen auch direkt zu Anfang gesagt. Wenn Sie es aber jetzt nach heute wissen, ne, und Sie kriegen diese Anfrage von wem auch immer, ja, machen mal eben ein Video, können Sie zumindest sagen, ah Chef, mal eben ist es nicht. So, wenn man es gut machen will, ist es nicht mal eben. Die Sachen, die Sie in der Hand haben, Organisation, Geschichte, Idee, Fachkompetenz, Gründlichkeit, Fleiß, das gut aus, die richtigen Menschen ansprechen etc., kümmern Sie sich darum. So. Es gibt etwas, was Sie nicht in der Hand haben und das möchte ich Ihnen nochmal ein bisschen plakativ auch am Ende mitgeben. Ein Satz, den ich letztens wieder erst von einer Agentur bekommen hat. Und dann hört man so, wir planen ein virales Video. So, virales Video muss ich nicht groß erklären, ein Video, was sehr viel geklickt wird, geteilt wird, durchs ganze Netz geht, etc. So. Aus meiner Sicht ist alles an diesem Satz Quatsch. So. Das erzählen Ihnen viele Menschen so und auch gefühlt habe ich keine Kampagne in den letzten 2 Jahren gehört, wo dann nicht zumindest abgewandelt auch dieser Satz gefallen sind.
Und da muss man auch ganz klar einfach sagen, Sie haben das nicht in der Hand. So, Sie können die Dinge tun, die ich Ihnen gerade genannt habe, damit es ein gutes Video wird. Sie erinnern sich vielleicht auch an das Video zum Beispiel von, ich glaube, es war von Edeka mit dem Opa, was vor Weihnachten wirklich sehr, sehr viral gegangen ist an der Stelle, was einfach eine gute Geschichte hatte, so, was, glaube ich, viele Menschen einfach auch gesehen haben. Aber auch dieses Video ist massiv unterstützt worden durch bezahlten Content, durch Sponsoring, durch beworbene Postings etc. Da war ein sehr, sehr großes Budget hinter. So. Und das sind eben Dinge, die Sie nicht in der Hand haben. Sie haben nicht in der Hand, in welcher Häufigkeit der Algorithmus von Instagram, Facebook, Twitter, was auch immer, das Video ausspielt. Haben Sie nicht. Klar, Sie können Geld reintun und können sagen, okay, wir pushen das Video ein bisschen, das können Sie tun, aber auch das sorgt nicht dafür, dass Ihr Video durch die Decke geht. Ganz klar. Es gibt Millionen von Menschen, die erzählen Ihnen was anderes. So, ne? Heute darf ich Ihnen was erzählen, ich sage Ihnen, es geht nicht. Sie haben es nicht in der Hand. Sie müssen auch Glück haben vielleicht. Ja? Sie machen ein Video zu Thema X und plötzlich an dem Tag in der Woche passiert auch was in diesem Thema. Ne? So, es gibt eine super Geschichte in den Nachrichten, da geht es um Tiere und Sie haben passenderweise das Video dazu gehabt. Dann wird Ihr Video sehr, sehr viel erfolgreicher werden, als Sie eigentlich auch geplant haben. Sie können das nicht planen. So. Und damit möchte ich auch enden. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, tun Sie das, was Sie in der Hand haben, machen Sie das ordentlich, lassen Sie sich auch helfen, so, ne, von Agenturen, von Kolleginnen, von Kollegen. Alles gut, lassen Sie sich auch beraten, das machen Sie alles und dann wird das schon so. Ne, und dann haben Sie auch die entsprechenden Erwartungshaltung. Ihr erstes Video wird kein Oscar gewinnen natürlich, muss es auch nicht. Probieren Sie Dinge aus, machen Sie das, was Sie in der Hand haben, machen Sie das gut. Und alles Weitere kommt dann dazu oder eben unromantisch gesagt, kommt auch nicht dazu, wenn Sie einfach Pech haben, dass global irgendwas passiert und alle Streams voll mit diesem Thema sind. Nur, wenn das hängen bleibt, wäre das toll. Wir planen ein virales Video, kann man sagen, Sinn machen tut das allerdings nicht wirklich an der Stelle. Und damit lassen Sie mich enden. Wie gesagt, es war ein Ritt durch die mobile Videogeschichte. Und jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen, die vielleicht aufgekommen sind im Chat. Da würde ich dann einmal in Richtung Bea nach München fragen. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie ein bisschen was mitnehmen. Und jetzt haben wir noch, glaube ich, 7 Minuten. Perfekt, Tobi. Vielen, vielen Dank für diesen, ja, wahrlich Ritt durch das Thema Videokonzeption und Produktion. Vielen Dank dafür. Und ja, prima, dass wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Es sind schon viele Fragen eingegangen und ich würde direkt mal starten. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu clustern und dann schauen wir mal. Also, viele Fragen sind gekommen zum Thema Musik. Hast du vielleicht einen konkreten Tipp für uns, für die Leute, wo man kostenfreie Musik für die Videoproduktion finden kann? Ja klar, also im Grunde genommen gibt's zwei Möglichkeiten. Es gibt die bezahlte Variante und die nicht bezahlte Variante. So, wenn man sagen, ja, Geld haben wir eigentlich nicht, aber mal zum Beispiel, wir benutzen bei uns einen Anbieter, da gibt's, ich weiß gar nicht, zigtausend Musiktitel und der kostet uns im Jahr, ich glaube, $90 so an der Stelle. Davon gibt's einen ganzen Haufen. So, und wenn man sagt, okay, man macht wirklich viele Videos, dann sollte man $90 im Jahr oder auch Euro, je nachdem, sollte man vielleicht schon investieren. Da gibt's einen Haufen von, jetzt wird nicht Werbung für einen bestimmten machen. Das ist im Grunde genommen hinterher fürs Handling die einfachste Lösung. So ohne eine Betriebsausgabe sowieso, also von daher eigentlich alles gut. Es gibt aber auch natürlich die Musik, und die umsonst verfügbar ist. Und da sollten Sie sich aus meiner Sicht mit Creative Commons beschäftigen. Creative Commons ist ein Werte- und Rechte-Modell, was es weltweit gibt, wo Autoren von Text, Bild, Ton, was auch immer, das zur Verfügung stellen unter verschiedenen Lizenzen. Die einfachste ist, hier ist das Ding, mach damit, was du willst. Dann gibt es auch noch verschiedene andere Geschichten. Da kann man sich aber auch im Netz sehr, sehr gut informieren. Das sollte man an der Stelle auch tun. Was man eben dann machen darf, wo man das einsetzen darf. Alle haben im Grunde genommen eins gemeinsam. Wenn Sie das benutzen, müssen Sie die Quelle in dem Video einmal kenntlich machen. So, das heißt, im Grunde genommen ist es eine Einblendung, die entsprechende Lizenz einzublenden oder das einzublenden, was der Autor gerne möchte. Das finden Sie dann auch bei jedem einzelnen Lied zum Beispiel. Da gibt es auch ganze Börsen zu mit Suchfunktionen etc. Also wenn Sie einmal Creative Commons Musik
googeln würden, dann kriegen Sie, glaube ich, auch direkt eine relative Liste. Da muss man sich aber mit beschäftigen, sage ich auch dazu, damit man da jetzt auch keinen Fehler macht an der Stelle. Was Sie dort natürlich nicht finden, und das finden Sie auch bei einer bezahlten freien Musikauswahl so, da finden Sie natürlich nicht die Charts, ne? Also da finden Sie auch keinen Titelsong von Star Wars etc., weil da eben Rechte drauf sind von zig Verwertungsgesellschaften. So, und die sollten Sie nicht benutzen. Wenn Sie die benutzen, dann wird es am Ende teuer, weil die ja inzwischen auch relativ straight gegen vorgehen. So, nichtsdestotrotz finden Sie natürlich auch bei YouTube Milliarden von Videos, wo das eben trotzdem irgendwie eingesetzt wird. Da würde ich aber von Abstand nehmen. Super, danke schön. Viele beschäftigt auch das Thema Format. Also eine Frage, wie handelt ihr die unterschiedlichen Videoformate für die diversen Kanäle? Habt ihr da Tipps? Zum Beispiel gibt es vielleicht eine technische Möglichkeit, ein Video, das im Querformat gedreht wurde, auch im Hochformat zu nutzen oder umgekehrt? Gibt es, und das ist auch die Lösung, die ich persönlich halt auch mache, einfach weil meine Ressource auch begrenzt ist so. Also wir versuchen eigentlich immer, und das sollten Sie auch tun, einmal rauszufinden, was ist der primäre Kanal. So, und wenn wir sagen, okay, wir bedienen primär Instagram, dann dreht man es im entsprechenden Hochkantformat sofort. So, am besten noch mit dem Mobiltelefon, dann hat man es direkt auch richtig dann auf dem Handy. Der Regelfall ist aber auch bei mir und den meisten Organisationen ist, dass man mit einer jetzt nicht mit dem Handy, sondern vielleicht mit so einer, keine Ahnung, irgendeiner Art gearteten Kamera zum Beispiel, so einer Art Querformat filmt. Und dann gibt es in der Tat technische Möglichkeiten, je nachdem, womit Sie arbeiten. So, also ich arbeite an der Stelle, weil die Organisation es tut, eben mit Adobe. Da gibt es ja auch so was Haus des Stiftens, kann man da ja auch, wenn ich mich recht erinnere, oder konnte man zumindest mal ja auch irgendwelche Modelle und Lizenzen bekommen. Und in der Tat, die Software hat, andere haben das auch, im Grunde genommen eine Funktion, wo Sie klicken können, jetzt von quer auf hoch, bitte umwandeln. Dann wird da relativ kompliziert angeblich alles das umgewandelt. Dann haben Sie hinterher das Video, was Sie quer haben, im Hochformat und können es dann quasi überprüfen, beziehungsweise dann auch so exportieren. So, das gibt es. Das funktioniert auch erstaunlich gut, muss man wirklich sagen, zumindest bei der Adobe Software, von das kann ich nicht so gut sprechen. Was die immer dann für ein Phänomen haben, ist aber, und deswegen müssen Sie sich vorher immer überlegen, wo mache ich das? Stellen Sie sich vor, Sie haben drei Leute im Bild. So, im Querformat sitzen Sie dann dreimal nebeneinander. Ist super. Jetzt stellen Sie sich aber die drei Leute im Bild in diesem Bild vor. So, und dann haben Sie das Phänomen, was Sie dann eben haben. Dann ist wahrscheinlich nur der mittlere drauf, mal ganz plastisch gesprochen. Wenn aber alle drei reden, wird das schon wieder spannend. So, also das ist wirklich einfach, da wird man wirklich dann begrenzt von dem Format. Aber ja, gute Schnittsoftware kann das automatisch umwandeln, wie gesagt. Bei Adobe heißt es Auto Reframe. Ich weiß nicht, bei anderen heißt es wahrscheinlich anders heißen. Ja. Okay, meine Kollegin hat auch gerade noch mal, was du gerade ansprachst, Tobi von Stifter helfen, das Angebot zu Adobe oder für Adobe in den Chat gepostet, falls es für die eine oder andere Person von Ihnen spannend ist. Okay, noch eine, die Zeit wird langsam knapp, aber noch eine Frage würde ich gerne nehmen und zwar zum Thema Plattformen. Also auf welchen Plattformen sollte man Videos speichern und veröffentlichen? Gibt es noch andere außer YouTube? Welche empfiehlst du? Also es gibt andere. Es hängt ein bisschen davon ab, was Sie damit vorhaben. Ich versuche eine kurze Antwort. Erste Frage, die ich klären würde, ist, wo sind meine Leute eigentlich? Das hatten wir schon gesagt. YouTube hat ein großes Datenschutzproblem. Dadurch, dass die Server nicht in der EU stehen in der Regel, wird Ihnen wahrscheinlich, wenn Sie einen Datenschutzbeauftragten haben, wird er Ihnen aufs Dach steigen und sagen, ja, bei YouTube Videos hochladen, das geht eigentlich alles gar nicht. Was wahrscheinlich auch nicht geht, beziehungsweise wenn man es darüber hinwegsetzen muss, ist, wenn man auf der eigenen Webseite nochmal YouTube einbinden will, wenn sie es nicht so einen hohen Sicherheitsstandard haben, weil es einfach nicht so problematisch ist, dann würde ich, glaube ich, schon YouTube wählen, um es dann einzubinden. Datenschutzkonforme Lösungen, die nichts kosten, wäre Vimeo. So, da stehen die Server dann doch in der Regel woanders. Oder man hat wirklich eine Lösung, okay, die bezahlt man dann bei einem Hosting-Server, was auch immer, oder einen eigenen Server sogar. Aber ich würde schon auf YouTube setzen, wobei auch wenn Sie sagen, wir betreiben nur einen Insta-Kanal oder nur einen Facebook-Kanal, die haben natürlich auch Interesse daran, dass sie dort nativ posten, also wirklich nur bei Facebook, nur bei Insta. Auch das ist hinterher für den Konsum unrelevant. Wenn Sie sich wirklich einen Videopool anlegen wollen, machen Sie es intern oder machen Sie es eben auf YouTube.
Vielen Dank für den informativen Ritt durch das Thema Videokonzeption und Produktion. Es war wirklich sehr interessant und vor allem praxisnah. Das ist ein Ausschnitt aus dem Feedback, das wir jetzt schon über den Chat bekommen haben. Den Rest lasse ich dir natürlich sehr gerne zukommen und dem Dank möchte ich mich anschließen. Vielen, vielen Dank, dass du dir hier eine Stunde Zeit genommen hast für uns und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, wir hätten noch länger weitersprechen können. Es sind noch ein paar Fragen, aber für die eine Stunde, finde ich, haben wir schon sehr viel Input hier zusammenbekommen. Danke an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie hier dabei waren und fleißig auch Ihre Fragen gestellt haben. Wenn Sie mögen, sehen wir uns schon in einer halben Stunde wieder. Da geht es dann nämlich weiter mit dem Thema Payment Insights. Der Link ist im Chat. Und dann noch der Hinweis auf unsere Facebook-Gruppe und die Padlet-Wall. Finden Sie auch den Link dazu im Chat, wenn Sie sich mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch austauschen möchten. Da ist schon richtig viel los. Schauen Sie da gerne mal rein. Und dann ja, bleibt es mir, mich deinen Wünschen anzuschließen, nämlich, dass Sie alle gesund bleiben und auf bald hoffentlich. Tobias, vielen, vielen Dank nochmal. Bis bald mal wieder. Gerne, bis dann. Danke fürs Dabeisein. Tschüss.